Hallo. Berichte mal, was wir hier machen. Wir machen was ganz Geheimes. Wir fahren nämlich jetzt im Zug. Mhm. Und wohin? Nach da. Und was machen wir da? Musik. Und für wen? Für Kiona. Was sagst du dazu? Hi. Das ist der Event. Hi. Er spielt Geigen. Hi. Adler, wie geht's? Super. Sehr freut euch. Ich hab schon auch eine voll. Also Adler freut sich aber ein bisschen weniger als du, Tim. Ich bin noch weniger Platz. Hallo Hanna. Hallo erstmal. Und freust du dich schon? Ja, richtig. Was machen wir? Was machen wir Cooles? Wir laufen jetzt zum Bus. Aber wir dürfen nicht sagen, wo wir filmen. Warum nicht? Das ist geheim. Achso, stimmt, da kommen zu viele Fans. Genau. Das ist ja von dem Ansturm. Aber wir machen eine Aufnahme. Woohoo! Mit den. Woo! Yeah! Woo! Wir sind hier an einem geheimen Ort und machen eine geheime Sache mit einem jetzt nicht mehr ganz so geheimen Menschen. Das ist der Jens, den wollte ich euch mal kurz vorstellen. Hallo Jens. Hallo Jens. Schön, dass ihr hier seid. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gefreut. Ich bin sehr gefreut, wann abends gemacht werden. Das bedeutet, dass wir zwar auch als ganzes Orchester spielen, aber auch mal nur einzelne Sections gespielt werden. Ne, dass wir nur noch mal den Bratsch machen, irgendwelche Geht das jetzt schon los? Aber ihr seid in der Überzahl dieses Mal. Also ihr seid auf jeden Fall mal mehr als die zweiten Violinen. Ihr könnt euch heute durchboxen. Immer. Wir setzen mehr auf Qualität als auf Quantität. Ja, ich meine, ja, wir können gerne schon mal anfangen, aber warten Sie auch noch ein bisschen auf. Weil ihr müsst ja den Song auch hören, während ihr dazu spielt. Genau, ihr kriegt alle den Song quasi auf die Ohren, ohne Streit. Mit so einer Sängerin Duo gemacht, dann hatten wir einen Kachonisten dabei, dann hatten wir einen Bassisten dabei. Ja. Ich finde es immer was voll, irgendwann was ganz ist daraus dann eine Band geworden, in dem noch ein Schlagzeuger aus einer anderen Band, in der ich gespielt habe, dazu kam, der wollte bei uns spielen oder ich hätte ihn irgendwie so reingelotst. Und dann kam der Gitarrist dazu und dann waren wir das erste Mal so eine Band, sag ich mal, die nicht mit Cajon spielt. Das war vor 5 Jahren oder nicht, vor 4. Dann gab es so einen Wettbewerb, in dem wir teilgenommen haben. Da waren wir auch immer noch mit einer Sängerin zusammen. Die haben wir dann aber verabschiedet, weil wir das Projekt anders aufziehen wollten, mit einer bisschen anderen Musik auch. Das hier ist noch so ein bisschen zarter. Also wir wollen tatsächlich auch ein bisschen mehr E-Gitarren-Elemente noch mit reinbringen. Aber das ist jetzt so, das was wir gerade haben, gibt es eigentlich erst seit anderthalb Jahren in der Konstellation. Also, wer dachte, die Probe wäre schon das Beste? Man kommt in den Raum rein. Thank you.
Mega geil. Und du? Wir sind jetzt fertig mit den Dreharbeiten. Ja, uns hat voll Bock gemacht, oder? Uns Endergebnis, also es ist noch nicht das Endergebnis, aber das Zwischenergebnis ist schon mal mega geil. Euer Fazit zur Aufnahme? In the Maid. Also der Bernie hat die Kamera reingeschmissen. In the Maid. Okay, sehr interessant. Roxy, dein Fazit zur Aufnahme? Dein Fazit? Ja, das ist das Schönste, was es nach so einem Tag geben kann, haben wir bekommen. Oh. Nämlich Bier. Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung und Bier. Doro, Arla, Caro, Marianne, euer Fazit? Wir sind begeistert. Ja. Prost. It's a wrap. Es war mega cool. Ja, und es war noch nicht mal das Endlichting. Nein. Habe ich gerade eben schon in die Kamera gesagt.